So Leute, willkommen bei Project Drive und hier haben wir den AMG GT 63 SE Performance. Ja, ich weiß nicht, was die Automobilhersteller sich bei solchen Namen teilweise denken, aber ist halt leider so. Aber egal, also wir haben hier einen AMG GT, im Prinzip 63 AMG und mit einer Besonderheit, nämlich, dass er ein Hybrid ist. Dieses Fahrzeug hat also eine Batterie eingebaut und mit einem elektrischen Motor logischerweise. Dieser elektrische Motor hat aber eher eine performancemäßige Daseinsberechtigung. Und zwar insofern, dass die rein elektrische Reichweite mit diesem Fahrzeug gerade einmal 12 Kilometer beträgt. Ja, also bis zum Supermarkt kommt man vielleicht noch zurück und das war es dann auch. Und dafür ist es aber auch nicht gedacht. Es ist wirklich für die Performance gedacht. Das sieht man an den technischen Daten. Wie wir hinten sehen können, unterscheidet sich der AMG oder der elektrische AMG, sage ich mal, oder der Hybrid-AMG in dem Falle nur marginal von dem normalen AMG GT, sage ich einmal. Allerdings nur in einem Punkt unterscheidet er sich, nämlich mit der elektrischen Klappe hinten, wo wir dann quasi hier den Ladeanschluss finden. So kommt der AMG GT 63 SE Performance auf eine insgesamte Systemleistung von 843 PS mit einem V8 4 Liter Motor, wie schon bereits erwähnt. Das Drehmoment beträgt 1400 Newtonmeter. Von 0 auf 100 schafft es der hybride Sportler in 2,9 Sekunden, auf 200 in unter 10 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 316 km/h. Der Durchschnittsverbrauch in WLTP beträgt 8,6 Liter auf 100 Kilometer, die rein elektrische Reichweite beträgt 12 Kilometer. Grundlage für die hohe Performance der AMG 400 Volt Batterie ist die innovative Direktkühlung. In dem Akkupaket umströmt ein Hightech-Kühlmittel, welches auf einer elektrisch nicht leitenden Flüssigkeit basiert, alle 560 Zellen und kühlt diese einzeln. Jede Batterie braucht für die optimale Leistungsabgabe eine definierte Temperatur. Wird der Energiespeicher zu kalt oder zu heiß, verliert er zeitweise spürbar an Kraft oder muss heruntergeregelt werden, um bei zu hohen Wärmegraden nicht Schaden zu nehmen. Eine gleichmäßige Temperierung der Batterie hat daher entscheidenden Einfluss auf ihre Performance, Lebensdauer und Sicherheit. Abseits davon, dass ich von irgendeinem unbekannten Typen hier gestört wurde, nein, Spaß, das war der Christopher, war das meine kurze Vorschau zum AMG GT 63 SE Performance. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.